Servus Leute, willkommen bei den Nageria Game Clips. Ich bin der Renton. Das ist der Raven King. Und wir zeigen euch, beziehungsweise ich zeige dem Raven King Game Clips, die ich aufgenommen habe. Was ich mir alles angucken muss mit dir. Die ich gefunden habe oder die uns eingeschickt wurden. Doch alles merke mir. Alles, ja. Scheißdreck. Heute eine Spezial-Sonderepisode nur mit Bloodborne, weil ich im Moment nur Bloodborne spiele, ist abartig. Möchte ich dir gleich mal was zeigen und zwar direkt hier. Ich mach schon mal das ganze Spiel spoilern. Das ganze Spiel. Hm? Pass auf, du läufst in eine Kanalisation. Und da hinten kommt was, das aussieht wie eine Sau. Und das ist eine fette Sau, da kommt einfach eine fette Sau da hinten rausgerannt. Pass auf, die kommt gleich raus. Hast du das gewiss? Nee, ich war doch sehr erschrocken. Der Style ist ein bisschen wie bei... So ist er. Wie ist denn der Film mit den Wölfen da? Der Wolf. Der Französische, der Französische. Pack der Wölfe? Ja. Ja, doch, so ein bisschen, ja. So ist es auf Axi, du. Was ist die Sau, die ekelhafte Drecksau, ne? Da ist sie. So, und ich hab's da erledigt. So ein Geist oder was? Ja, ja, die gehen dann kaputt und du sammelst dann quasi das Blut von deiner Ei. Okay. Da liegen noch zwei Leiche rum, die mache ich jetzt auch noch platt. Ne, ist auf jeden Fall ein schöner Clip. Ja, finde ich sehr oder schweinisch. Das schreien Zeug, sie noch. Mach ich. Schweinisch wird's jetzt, weil ich habe GIF gefunden, das jetzt auch eingebaut wird. Zum ersten Mal GIF in der Clipshow. Das habe ich Pickfister genannt, weil du kannst nämlich auch deine Waffe weglegen und kannst das Schwein auch fisten. Nämlich so. Ich einfach mal voll hinein. Hast du das gemacht? Nee, das habe ich nicht gemacht. Aber es ist schön anzusehen. Ich meine, man kann es sich immer wieder angucken. Ja, ja, ne? Es ist sehr. Ist doch schön. Intensiv und? Sehr intensiv. Und wenn wir schon bei GIFs sind, kommt gleich das zweite. Das habe ich Victory Fail genannt. Mhm. Und zwar besiegt er einen sogenannten Hunter und macht dann danach was er nicht machen sollte. Pass auf, da ist der Hunter, er besiegt ihn. Jetzt. Er fliegt runter und jetzt macht er eine Pose, um zu zeigen, hey, ich hab's geschafft, saugeil. Problem ist nur, bei der Pose gehst du einen Schritt vor und er fällt selber runter. Ja, Pech. Ja, Pech, ne, das war's. You died, würde ich sagen. Ja, da ist es auch schon, you died. Ne? You died, die. Jetzt kommt mein zweiter Clip, den ich selbst aufgenommen habe. Good Kill bei einem riesigen Vieh, jetzt. Es gibt sogenannte Parry Attacks, die heißen hier Viscaral Attacks. Du kannst die Viecher stunnen, dass sie kurz stehen bleiben, dann machst du ein abartiges Ding und das war für mich ein riesen Erfolgserlebnis bei diesem Riesenvieh, der mich sowieso kaum was abgezogen hat zu dem Zeitpunkt. Müsste auch jetzt bald kommen. Okay. Jetzt noch nicht. Jetzt schlägt er noch rum. Achtung, jetzt. So, und jetzt renne ich vor und hab gedacht, warum liegt der so da? Was ist da los? Jetzt treffe ich ihn einmal und jetzt zack. Was? Und zurück mit der Drecksau. Und dann mache ich es da noch ganz platt. Ja, okay. Übrigens, wenn dich das Vieh in dem Levelstadium trifft, in dem ich war, ich glaube, ein oder zwei Treffer habe ich dann halt mal kaputt. Ne? Also es hat richtig gibt's da XP, ne? Ja, ja, gibt's. Du sammelst Blutei und mit dem Blut kannst du später leveln. Wenn du aber stirbst, ist dein ganzes Blut weg. Außer du kannst nochmal Ei sammeln. Wenn du das zweite Mal stirbst, ist es komplett weg. Dann ist weg. Das ist fetter Arsch, fetter Arsch. Der dritte Clip heißt Abhängen, fängt jetzt an. Das Spiel hat eine sehr geile Physik. Wärst du auch gleich sehen, da oben kommt so ein scheine, fette Gegner. Ja, was sind das? Ist so die Welt von Dämonen über eine Woche oder was los? Ja, du bist einfach nur ein Hunter und sollst die Viecher töten, das war's. Okay. Fertig also, aus. Okay. Mehr Story gibt's nicht. Echt nicht? Ja, es gibt Story versteckt, aber die interessiert keine Sau. Das okay. Gameplay, das Spiel geht nur am Gameplay. Achtung! Oh. So, siehst du, der hat mich lieb, der bleibt doch bei mir. Oh. Ne? Story. Warum sind die alle so groß? Ja, es gibt auch kleine, ekelhafte Viecher. Okay. Ja, das nächste Clip habe ich genannt, einfach tot. Okay. Hier, pass auf. Das ist ein Endboss, Bloodstuffed Beast, und ich habe mir einen NPC dazu geholt, einen Koop-Spieler, sorry, kein NPC, der mit mir das Vieh besiegt hat. Wir freuen uns, ich bedanke mich bei ihm und ich weiß nicht warum. Pass auf. Ich weiß warum. Ich sehe es gerade. Ich verliere die Energie. Over. Ich habe das nicht gemerkt, dass ich mich hätte heilen müssen. Und sterb einfach. Ich war nämlich vergiftet oder war in Rage oder sowas. Und ich hab halt da geguckt und hab gedacht, warum krepier ich da einfach? Warum? Jetzt hast du es gesehen. Gerade jetzt live. Live hab ich's gesehen. Hier ist Elevator tot. Fangt jetzt an. Hier ist ein Video, wo ich weiß, warum ich gestorben bin. Und zwar ist da ein netter Weg mit einem Aufzug. Den Aufzug sollte man aber auch holen, wenn man ihn benutzen will, weil sonst passiert das. Ah.
Und was ist durch den Boden gefallen. Ich bleibe im Boden noch ein bisschen drin. Jetzt bin ich tot. Ja? Ich meine, bis du mal so einen Aufzug runtergefallen bist. Ah, ja, klar, natürlich. Ich würde durch die Stelle durchfallen oder das was. Das dauert. Ja, ja. Der nächste Clip heißt Falle, weil es geht um eine Falle. Im Waldgebiet, wo man später hinkommt. Ja, guck mal, wie schön mit Blut versaut. Wie schön versaut ich bin. Pass auf, da ist ein Holzstück auf dem Boden. Zack. Und da kommt eine Falle hinter mir und ich hab gedacht, was ist denn jetzt los? Das Ding. Okay, Glückkarte. Wirklich Glückkarte und ich hab nicht gewusst, dass der Scheiß da kommt. Das war sehr viel Glück. Im Wald selbst, Schlangenkill fängt jetzt an. Im Wald selbst gibt's Ekel. Ja, pass mal auf, das wird noch geiler. Sind ekelhafte Schlangen und ich habe eine Schlucht entdeckt, wo 12 von deinen Viecher drin sind. Und ich gucke runter und denke, was ist das? Da habe ich mir gedacht, weißt du was? Fuck it. Ich springe jetzt einfach runter und mache Attack und habe sie gleichzeitig beide damit gekillt. So, und jetzt gucken wir, wie schön eingesaut ich bin. Guck da. Ja. Tropfst du das dann alles runter? Ja, doch. Mussten immer unter der Fernsehstelle wegen Blut. Ne? Wunderbar, ist Dreck dagegen. So, jetzt kommen wir zum letzten Clip oder zu den letzten zwei Clips, weil ich habe extra zwei gemacht. Mhm. Ich habe es genannt Abhängen, weil hier habe ich schon ein bisschen gelevelt, habe ein paar Hunde gekillt. Abhängen haben wir schon mal gehabt. Ja, das ist Abhänge 2 quasi. Okay. Und ein Hund haut gleich ab. Genau, jetzt renne ich hin. Der Hund rennt an mir vorbei. Ich töte die Hexe dahin und denk mir, warum kommt der Hund nicht? Weil er im Baum feststeckt. Ne? Der ist auch nicht mehr runtergekommen, der hängt da einfach fest. Passiert halt nur so, ne? Also. Bewegt sich noch, bleibt hängen, keine Ahnung. Aber, und das kommt jetzt, ich hab ihn dann erlöst. Ne? Zum Glück hatte ich meine Bade dabei und jetzt hängt da noch mehr ab. Ne? Traurig. Leute, das war jetzt nur eine komplette Bloodborne-Folge, weil ich fast nur am Bloodborne-Spiele bin. Ich denke, beim nächsten Mal gibt es noch mehr andere Spiele. Schickt mir Sachen zu, wenn ihr es könnt. Ich suche mir Sachen raus. Weist drauf hin, wenn ihr was Geiles habt. Geile Clips für uns. Und dann sehen wir uns demnächst in der 4. Episode. Bis dann. Sehen wir uns demnächst in der Firma. In der Firma? Okay, ciao.